Zombie Apocalypse. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Minecraft. Und heute zeige ich euch etwas richtig, richtig Cooles. Und zwar habt ihr hier euer Haus. Und ja, wenn man Einbrecher kommt, dann seht ihr den ja hier von draußen. Aber dann fragt ihr euch, wie soll ich ihm entkommen? Und da habe ich heute einen ganz einfachen Weg. Wie sollt ihr ihm entkommen? Ihr öffnet die Toilette, geht einmal rein, macht die Falltür wieder zu, geht hierhin, geht nach unten durch die Banner und schon seid ihr aus dem Haus raus. Und heute zeige ich euch, wie das Ganze geht. Hierzu braucht ihr Fichtenholzfalltüren, Fackeln, Wassereimer, Eichenholzschilder, Leitern, Knochenmehl und braune Banner. Fangen wir aber auch direkt an. Ich baue mir jetzt nicht noch ein zweites Haus, sondern mach's einfach in den Wald. Okidoki. Wir fangen an und setzen einmal an die Kante eines Blockes eine Fichtenholzfalltür, die wir hochklappen. Dann machen wir das hier auch. So, und einmal rum. So, wenn ihr das habt, geht ihr hin und setzt hier eine Falltür dran, dass die so ist, setzt daran noch eine und reißt die hintere wieder ab, dass ihr sowas habt. Das ist sozusagen eure Toilette, Leute. Okay, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, habt ihr jetzt eure Toilette. Und wie ihr wisst, fließt in der Toilette wie gewöhnlich Wasser. Und, damit, wartet mal kurz, Leute. Wir nehmen uns hier nochmal das Gras, machen das nochmal zu. Dann reißen wir diesen Block hier einmal wieder ab. Also die hintere von dem Dings. Ihr macht das natürlich in eurem Haus. Das heißt, ich tue jetzt mal so, als wenn ich hier einen Steinblock hätte. Und hier ist meine Wand vom Haus, Leute. Ich tue jetzt mal einfach so. Wenn ihr hier dann eure Wand habt, macht ihr das so. Ihr geht hier rein, macht da noch einen weg. Dann geht ihr hin, setzt dann hier von der anderen Seite eurer Wand noch einen Block und noch einen Block an den linken bzw. rechten Block, das ist egal, setzt ihr ein Schild. Wenn ihr das habt, müsst ihr einmal euer Haus ein bisschen verlängern. Und zwar ganz genau so. Ihr macht dann so und so. Dann macht ihr so, dass das hier so nach so einem schönen Dach aussieht. So. Wenn ihr dann euer Haus verlängert habt und so habt, kann ja niemand hier reingucken. Das heißt, jetzt setzt ihr einen Block weg, zwei Blöcke weg. Setzt hier eine Leiter dran, dass sie immer wieder hochkommt. Dann setzt ihr noch einen weg und noch einen weg und wieder einen runter. Dann geht ihr ein bisschen nach vorne, Leute. Und dann geht ihr wieder ein bisschen hoch. Und ihr seht schon, dann sind wir schon hier. Aber wir müssen natürlich auch, damit wir auch da durch können, durchs Klo, müssen wir hier noch Wasser reinsetzen. Weil wenn da Wasser drin ist, guck mal, dann kann man wirklich fast nicht erkennen, dass es da hinten weitergeht. Weil normale Leute machen ja so, Deckel auf, Klo, zack, fertig, Deckel runter, abspülen. Und ja, dann seht ihr schon, wenn wir jetzt reingehen und den Deckel schließen, sind wir schon mal so in, ich kann das auch noch mal in First Person zeigen, Leute. Das heißt, wenn ihr jetzt hier seid bei eurer Toilette, ich gehe mal kurz in diesen Modus. Nein, nicht in diesen Modus. Dann, hier ist mein Skin noch nicht ausgemalt an der einen Stelle, da kommt man nicht hin bei dem Programm. Warum springe ich? Oh nein, ich habe automatisches Springen an. Dann seht ihr, habt ihr gesehen, wie wir geschwommen sind, Leute? Wenn ihr das gesehen habt, ist das schon mal gut. Dann leuchtet ihr den Raum einmal aus mit einer Fackel. Und dann setzt ihr hier, wo ihr rauskommt, ganz viel Gebüsch und rundherum auch mit dem Knochenmehl. So,
Und diese Erdblöcke tauscht ihr dann mit Grasblöcken aus, dass ihr da auch noch was placen könnt. Das heißt, so, dann setzt ihr hier ganz viel Gras auch noch, damit das bloß keiner entdeckt. Den tauscht ihr auch noch zu Gras um, zack. Dann packt ihr da noch wieder Knochenmehl drauf. Ihr seht's, so. Dann noch da und da. Und jetzt, wenn ihr hier drum noch ein bisschen packt, erkennt schon keiner mehr den Eingang, Leute. Ihr guckt, dann lalilalila geht ihr hier runter. Aber er soll natürlich nicht sofort sehen, der hier reinkommt, dass hier was ist. Das heißt, wir nehmen uns einen braunen Banner und setzen den, nein, nicht da, den reißt ja einmal wieder weg, und setzt den hier hin. Ich kann den, wenn ihr das habt, geht ihr hin und setzt einen Block danach nochmal einen braunen Banner. Und dahinter nochmal und dann nochmal. Das auch wirklich, weil das sieht jetzt von außen so aus, als wenn das hier noch der Grasblock wäre, Leute. Ihr seht's. Hier, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und ihr seht, wenn wir jetzt nach hier gehen, so, haben wir ja hier unsere Toilette. Dann gehen wir einmal rein, machen den Deckel zu. Schwupp sind wir hier, gehen dahin über die Leiter an den Bannern vorbei und zack sind wir weg und können so vor den Einbrechern türmen. Wenn ihr ein Haus habt, ist das natürlich schöner, weil dann kommt der Einbrecher, ihr geht schnell hier hin in die Toilette, macht das schnell zu, zack seid ihr weg, Leute, ihr seht's. Und der Einbrecher hat keine Chance und ihr könnt jetzt hier einfach mit einem Boot zum Beispiel von eurer Insel wegfahren. Hui! Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wie immer morgen wieder. Haut rein. Tschüss.